wenn man in einem Land nicht mehr darf sagen, was man denkt, wenn man nur noch flüstert, man darf es nicht mehr laut sagen, dann steht es eben eigentlich in der Organisation vom Land schlecht. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. In diesem Land mit allen Meinungen Platz haben. Und wir haben auch unsere Kultur. Unsere Kultur basiert nicht einmal auf christlichen Werten. Die ganze Rechtsprechung seit 2000 Jahren. Und wir geben das alles auf. Wir geben das alles auf, wenn andere Kulturen kommen, machen wir noch ein Bückchen. Nein, wenn wir in einem anderen Land sind, wenn wir irgendwo sind, dann legen wir auch die Schuhe oder die Bluse, armfrei geht nicht oder so. Ist ja logisch, dass man sich anpasst. Und bei uns setzen wir das nicht durch. Und das hat auch mit der Identität zu tun. Da müssen wir wieder mutig sein und sagen, was wir wollen. Wir wollen eine Schweiz, wo auch für unsere Enkel noch lebenswert ist und gleich gut ist. Eben, so sagt dann meine Enkelin und euer Kind und eure Enkel in ein paar Jahren, hey, wieso haben wir nicht aufgepasst? Und das ist eine ganz grosse Aufgabe. Das ist das grosse Problem, wo wir schauen, dass die Schweiz lebenswert ist. Seit 30 Jahren sagen wir brauchen eine starke Armee und die Armee braucht mehr Geld. Immer war die Partei die einzige unsere, die für das eingestanden ist. Und mit dem Ukraine-Krieg merken wir plötzlich, der Michi Götti hat gesagt, wie wichtig das ist, dass man sich verteidigen kann. Dass man genügend Sachen hat, um zu verteidigen. Nicht zum Krieg führen, aber um sich zu verteidigen. Und das braucht eine Armee. Jetzt werden wir dann auch ein bisschen aufstocken. Braucht dann auch noch ein bisschen mehr Geld, wo man an anderen Orten wegkratzen muss. Es gibt dann auch noch mal eine Diskussion. Im Moment sind alle Feuer und Flammen für die Armee, aber wenn es dann ein bisschen fährt, dann auch nicht. Das ist das erste Thema, wo wir immer gesagt haben, nach 30 Jahren können wir jetzt recht tun. Das zweite ist die Landwirtschaft. Welche Partei ist so konsequent zu einer einheimischen Landwirtschaft gestanden wie wir? Keine sonst. Und jetzt merken wir plötzlich, wie wichtig das ist, dass wir auch genug Nahrungsmittel haben, dass wir selber Nahrungsmittel produzieren, dass die Abhängigkeit nicht noch grösser wird. Wenn wir die Schweiz retten wollen, dann haben wir jetzt dafür zu schauen, dass die richtigen Leute auf Berg gewählt werden. Danke vielmals.